Einen wunderschönen guten Morgen und Servus auf dem Wieders Channel. Ja, hinter mir seht ihr schon, da steht meine Husky. Die läuft jetzt schon warm. Ich bin in Cheb oder auch Eger auf Deutsch auf der Supermoto-Strecke und wie ihr seht, alles leer. Ich bin irgendwie Einzige. Heute ist Donnerstag, es ist unter der Woche. Ich habe heute frei und dachte mir, yo, ich fahre mal hierher. Ich bin noch nie auf dieser Strecke unterwegs gewesen, also ich bin jetzt mal sehr gespannt. Mir ist die aber schon von mehreren ans Herz gelegt worden. Wir fahren heute keinen Offroad-Teil, weil eben auch die Karts fahren. Und ich muss aber sagen, ich hätte es eh nicht gebraucht, weil Offroad bin ich absolut unerfahren und eine totale Null. Genau, ich bin mega gespannt. Die Husky hat jetzt 2,4 Stunden ungefähr drauf. Und ich würde sagen, ich rede jetzt gar nicht so lang, sondern wir sehen uns dann einfach im ersten Turn. Bis dann. So, ja, da steht das gute Stück mit der schönen Bike Squad Pit Mat, Alter. Schauen wir mal. Es ist Viertel nach, jetzt brauchen wir noch die Reifenwärmer runter. Hinten immer ein bisschen ein Scheiß, weil das sind eigentlich für 180er Reifen. Allerdings sehe ich das nicht ein, für jedes Ding irgendwie extra Reifenwärmer zu kaufen. So. Also Offroad-Bereich hat er gesagt, nicht. Oh. Hey Leute, das ist so ungewohnt wieder mit Slicks. Okay, das ist was ganz anderes wie Bozen hier. Der Teer ist auch viel glatter irgendwie. Oh, das ist ganz schön eng hier. Transponder ist auch noch dran. Ich bin jetzt schon zwei Turns gefahren. Also nach dem ersten Turn dachte ich mir, eieiei, also mit der Strecke komme ich gar nicht klar. Allerdings habe ich jetzt schon den zweiten Turn hinter mir und jetzt ist schon viel besser gegangen. Also ist klar, es war jetzt das erste Mal auf der Strecke, das war total ungewohnt. Der Teer ist auch ganz anders wie in Bozen, da musste ich mich jetzt auch erstmal dran gewöhnen. Also es ist schon ein bisschen anders, der ist nicht so rau, sondern eher glatter, aber funktioniert trotzdem echt gut. Ich glaube, hier kommt der Bridgestone, hat er so ein bisschen Schwächen auf diesen ganz glatten Teer. Habe ich jetzt das Gefühl, auch vom Ablaufbild ist es nicht so schön wie in Bozen, obwohl der Luftdruck eigentlich super passen sollte für die Temperaturen. Ja, auf jeden Fall macht mega Bock hier. Ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen schade, dass ich der einzige Motorradfahrer heute bin bis jetzt. Ich glaube auch nicht, dass da noch so viel kommen werden, weil ich hätte gerne irgendwie noch einen gehabt, wo man sich so ein bisschen anschauen kann, die Linie abschauen kann. Ich muss mir das jetzt irgendwie alles selber so ein bisschen erdenken. We'll be right back.
So, es sind ein paar Turns vorbei. Jetzt wollte ich euch noch was zeigen, weil mir ist jetzt was aufgefallen. Das finde ich so ein bisschen, ich weiß auch nicht, wie ich das deuten soll. So, jetzt wenn wir uns hier mal den Vorderreifen anschauen. Ich habe jetzt die Reifen, die haben wir noch nicht drauf gebaut. Also ich finde, der Vorderreifen zum Beispiel hier, der schaut so perfekt aus. Also ich habe noch nie so einen perfekten Reifen vom Ablaufbild gesehen. Also ich würde es so interpretieren. Besser, glaube ich, geht es wirklich nicht, wie der Vorderreifen hier ist. Also wenn man sich das hier so anschaut, einwandfrei. So, aber jetzt kommen wir zum Problemkind. Das ist nämlich der Hinterreifen. Schaut hier erstmal ganz gut aus, aber wenn wir jetzt hier mal auf die Schattenseite des Lebens gehen. So, jetzt schaut euch mal das an. Der reißt hier so extrem auf. Der kocht richtig heiß, habe ich das Gefühl. Luftdruck passt aber eigentlich. Schreibt mir mal in die Kommentare, was genau das ist oder an was das liegt, weil komischerweise die andere Seite schaut eigentlich echt gut aus. Mich würde mal interessieren, an was das hier in Chap liegen könnte oder warum, was der Reifen jetzt für ein Problem hat, ob der Luftdruck doch nicht passt. Ja, schreibt es mir in die Kommentare, ich bin da echt gerade ein bisschen ratlos, weil es eben auf der anderen Seite echt gut ausschaut und ich eigentlich finde, dass die Strecke ziemlich ausgewogen ist. Aber sonst rennt die Möhre wie blöd. So, wir haben jetzt, glaube ich, den fünften Turn hinter uns. Ja, jetzt muss ich sagen, merke ich es körperlich schon arg. Also ich halte nicht mehr so lange durch. Also das sind dann 15 Minuten schon echt lang, weil ich halt so ein körperliches Wrack bin. Genau, ich habe vorher schon mal was gesagt wegen dem Hinterreifen. Ich habe jetzt gerade da hinten mit denen gesprochen. Das sind Tschechen, die sind hier anscheinend öfter. Und die haben das Problem auch, also die fahren auch am Michelin, ich habe ja einen Bridgestone drauf, also ist das anscheinend ein bekanntes Problem. Er hat auch gemeint, die Strecke, die hat einfach zu viele Linkskurven, was mich echt wundert, weil im Bozen habe ich das Gefühl nur rechts. Ja, letzte Turn vorbei, also es würde noch einer gehen zum Fahren, allerdings reicht es mir jetzt ehrlich gesagt. Ich finde immer so den letzten Turn dann, also jetzt gerade schon wieder, habe mich hart gebettelt mit dem netten Mädel da hinten. War ganz gut, da konnte ich mir ein bisschen was abschauen, leider erst zu spät, weil es halt eigentlich so der letzte Turn war, wo sie dann vor mir gefahren ist, aber die wollte immer dann hinter mir fahren, fand ich irgendwie nicht so cool, weil ich ja eigentlich der Langsamere bin. Ja, aber hat mega Spaß gemacht, ich werde definitiv nochmal herkommen, weil es einfach nicht so weit weg ist. Und ja. Und ich müsste jetzt nochmal nachschauen, was ich jetzt im letzten Turn gefahren bin. Ich habe mich jetzt verbessert auf eine Minute, 2 Sekunden und 600 oder so. Also ich bin da eigentlich ganz zufrieden mit. Ich glaube, das ist ganz okay. Ich habe zwar überhaupt kein Zeitding. Also ich schätze mal, sie wird eine Minute glatt fahren oder so. Würde ich jetzt mal schätzen, keine Ahnung. Und ja, dann, falls ihr Fragen habt, schreibt es unten in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, lasst den großen blauen Daumen da und dann sehen wir uns im nächsten Video. Servus, auf Wiedersehen.